Guten Morgen, guten Abend und willkommen zu einer weiteren Let's Play von Lustone. Ich freue mich, euch willkommen zu heißen zu dem Schwarz-Weiß-Simulator für Schnee in Russland. Und so, ich weiß nicht wirklich, in welche Richtung ich mit diesem Intro gehen wollte, aber hier haben wir ein neues Projekt, meine Freunde. Und zwar handelt es sich dieses Mal um Antichamber, einem Puzzle-Game. Es hat kein Menüscreen am Anfang von den Engines her, wird das einzige, was dazu so erzählt wird, ist, ja, ist halt die Unreal Engine. Und ansonsten starten wir direkt hier im Spiel drin. Ihr seht schon, sehr stilistisch alles angelegt. Angeblich, soweit ich weiß, ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher, hat das nur eine einzige Person gecodet, und zwar ein sogenannter Alexander Bruce. Zumindest wurde er mir als Developer gelistet. Und jetzt sind wir auf jeden Fall hier. Es handelt sich hierbei um ein Puzzle-Game. Also, es ist sehr viel Grips und Nachdenken gefragt, nachdem wir als letztes einen Shooter gemacht haben, neben Nerim und den ganzen Oblivion-Mods und so weiter. Dachte ich mir, machen wir vielleicht eine kleine Shooter-Pause auf den Channel, weil ihr ja nicht so drauf steht. Und stattdessen machen wir halt mal so ein Rätsel-Game. Das heißt mal so ein bisschen die graue Masse im Hirn anstrengen und dann werden wir mal gucken, wie weit wir kommen. Angeblich hat dieses Spiel eine Spielzeit von circa 3 bis 15 Stunden. Das heißt, ihr seht schon eine extrem große Spanne, weil es wirklich darauf ankommt, wie gut man querdenken kann. Angeblich haben es einige Leute in 3-3,5 Stunden geschafft, die extrem schnell waren und einfach nur durchgelaufen sind. Und wobei der Entwickler gesagt hat, wenn man exakt weiß, was zu tun ist, kann man das Spiel theoretisch sogar in 20 Minuten schaffen. Aber das soll ja nicht Sinn und Zweck sein. Und andere Leute, die sehr lange gebraucht haben, haben 15 Stunden gebraucht. Also ich bin persönlich jetzt wahnsinnig gespannt, wie auch ihr mit den ganzen Rätseln zurechtkommen werdet. Wie ihr sie finden werdet, werden sie für euch schwer oder leicht sein. Und ja, dann könnt ihr einfach miträtseln in den Kommentaren. Wahrscheinlich werde ich immer nach 2 bis 3 Minuten, wenn ich so ein bisschen verwirrt rumgelaufen bin und es einfach nicht weiterging, einfach mal rausschneiden, damit ihr es irgendwie nicht zu anstrengend habt. Und dann werden wir am Ende sehen, wie wir so durchgekommen sind. Es gibt keine deutsche Übersetzung dazu, aber es gibt auch keine Sprachausgabe oder sonst irgendetwas. Es sind einfach immer nur wieder so ein paar Meldungen im Spiel drin. Vielleicht werde ich die über Übersetzungen unten einblenden am unteren Bildschirmrand. Oder ich werde sie on the fly so ein bisschen einfach übersetzen. Every journey is a series of choices. The first is to begin the journey. Weil wir haben dieses Spiel schon mal eine halbe Stunde im Stream angespielt. Und yo, und da habe ich immer zuerst auf Englisch vorgelesen, dann auf Deutsch übersetzt. Und da haben es viele von euch eben doppelt gehört, weil ein Großteil von euch natürlich auch Englisch gut genug verstehen kann. Das sind keine hochkomplexen Sätze, wie ihr sehen könnt. Daher sollte das nicht zu schwierig werden, aber ich glaube, ich werde die Untertitel einblenden oder zumindest vielleicht bei schwierigeren Texten. So, meine Freunde, wir fangen dann einfach mal an. Wir starten hier in dieser Chamber. Ist noch nicht Anti, glaube ich. Und hier sehen wir dann die Karte, wie die einzelnen Räume verbunden sein werden. Und ich würde sagen, ja, choose your destination, wähle dein Ziel aus und wir fangen einfach mal im ersten und vorerst einzigen Raum an. Wie ich schon bereits gesagt habe, hier wird auf jeden Fall Querdenken angeregt. Das heißt, da steht zum Beispiel Jump, ja? Ich weiß jetzt nicht wirklich, was passieren wird. Wir springen einfach mal, ne? Weil ich nicht alles im Kopf habe, wo, was, wann nochmal passiert. So, sehr schön. Klick hier, genau. Das sind immer die Meldungen. Die sind in Form von solchen schwarzen Tafeln an der Wand. Und hier sehen wir gleich am Anfang schon The End. Naja, super. In der Starthalle haben wir auch gleich gesehen. Das Ende. Was könnte dies bedeuten? Nein! Hat sich angehört, als ob wir in Wasser gelandet wären. Hier so eine Art Luke. Man sieht schon, ist sehr stilistisch das ganze Spiel. Also keine High-End-Graphics, voll geil. Sondern, ihr werdet schon sehen, man wird tatsächlich zum Denken angeregt. So, ein Schaf, das die Klippe runterspringt. Failing to succeed does not mean failing to progress. Einfach ein schwarzer Gang.
ich weiß jetzt natürlich schon hier und da so ein paar Tricks, wie man welches Level eventuell oder was für ein Teil vom Level schaffen kann. Aber ich möchte es so spielen, zuerst die 30 Minuten, nach den ersten 30 Minuten weiß ich auch nicht weiter. Aber zuerst so mit euch spielen, dass es für uns alle eben einfach neu ist. Some paths are clearer than others. So, zwei Treppen haben wir hier. Eine blaue und eine rote. Ich laufe einfach zuerst mal die rote runter. Sie leuchtet mich gerade freundlicher an. Nochmal die gleiche Treppe irgendwie, nochmal die gleichen Farben, aber mit einer neuen Meldung. A choice may be as simple as going left or going right. Hm. Na gut, wenn es das nicht gewesen zu sein schien, dann laufen wir erstmal den blauen Weg diesmal lang. Du, 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 du. Really? Sogar exakt das gleiche Schild war sogar noch genauso aktiviert wie vorhin. The choice doesn't matter if the outcome is the same. Also die Wahl macht keinen Unterschied, wenn das Ergebnis das gleiche ist. Naja, dann überlegt man sich so, wenn das Ergebnis das gleiche ist und unsere Wahl hier in diesem Fall keinen Unterschied macht, dann gehen wir doch einfach mal wieder zurück, oder? Was meint ihr? Wow, anderer Weg, oh mein Gott, amazing. Also ihr seht schon, hier ist so der erste kleine Vorgeschmack auf Querdenken. Dass man, wenn man geradeaus vor allem nur Korridor-Shooter und sowas gewöhnt ist, dann wird man mit dieser Standarddenkweise nicht unbedingt sehr weit kommen. When you return to where you have been, things aren't always as remembered. Naja, das ist tatsächlich so. Wenn du dorthin zurückkehrst, wo du schon einmal warst, sind die Dinge nicht immer so, wie du dich erinnerst. Wenn wir Laserstrahlen blockieren, dann gehen Türen auf. Oder eben zu, je nachdem. Esk. Was? Was meinen die damit? Some choices leave us running around a lot without really getting anywhere. Ja, das stimmt auch. Das sind auch immer so kleine Lebensweisheiten und wir sehen, wir sind hier hingekommen, so, einige Wahlen, die wir treffen, lassen uns herumrennen, ohne wirklich irgendwo hinzukommen. Nein! Und die Wand ist zu. Okay, Escape. Mit Escape können wir nämlich jederzeit wieder in unseren Startraum hier reinkommen. Und ja, die Steuerung ist auch relativ basic, das habe ich jetzt nicht erklärt, aber es gibt auch nicht so wirklich viel zu erklären. Hier werden dann Stück für Stück die ganzen Meldungen angezeigt, die wir bisher so eingesammelt haben. If you don't like where you've ended up, try doing something else. So, da haben wir angefangen. Und hier sehen wir, da war noch eine andere Abspaltung an dem Punkt. Hier war noch ein anderer Weg. Hier schien keiner mehr zu sein und hier sind wir dann in eine Sackgasse gekommen. Sackgasse und hier ist noch eine andere Tür mit Exit drauf. Oh, welcher Exit ist der richtige? Gehen wir nochmal an den Anfang, da leuchtet es nämlich so fröhlich vor sich hin. Und da steht Walk. Vorhin stand ja hier Jump. Wollen Sie diesmal vielleicht etwas anderes von uns? Walk. Oh, und wir sehen, wenn wir springen, löst sich der Boden unter uns auf. Aber wenn wir ganz normal langsam gehen, dann können wir scheinbar diese Schlucht einfach überqueren. Taking the first step can be harder than the rest of the challenge. Also auch eine kleine Anlehnung. Es kann für die meisten Leute härter sein, sich erstmal überhaupt in diese Denkweise, in diese andere Denkweise einzudenken, als dann tatsächlich weiterzumachen mit dem Rätsel. Weil wenn du einmal drin bist, geht's einfacher. Sieht aus wie eine Sackgasse, aber die Wände lösen sich vor uns auf. Eine durchbrochene Mauer. A dead end will only stop you if you don't try to move through it. Ich finde diese Sprüche einfach so geil, die da immer draufstehen. Verkörpern so richtig schöne Lebensweisheiten. Fly, ja, ihr seid gut. Ich kann nicht fliegen. Oh, was haben wir da? Können wir natürlich auch nicht durch. Da unten steht auf dem Boden ab. Vielleicht werden wir noch ein andermal dahin kommen können. Eine Insel mit Haien. Oh, das sieht nicht gut aus. We fall down when there is nothing there to support us. Ist auch so etwas, was eigentlich auf die Situation da oben beschrieben ist, aber auch auf unser echtes Leben, ne? Wir fallen, wenn es nichts gibt, was uns supportet. Also sprich oben hält. Man redet ja im Englischen auch von Support, wenn eine Brücke etwas supportet, also
Held. The path of least resistance is a valid option. Jupp, das stimmt. Der Weg mit am wenigsten Widerstand ist eine valide Option. Also auch so eine nette Sache hier. Also wir sehen schon, überall ist hier irgendetwas. Wir gehen hier ganz normal rüber. Und wenn wir dann wieder zurückgehen, fängt sich an, auf einmal eine Treppe unter uns zu bilden. Und wir können nur verhindern, dass sie sich bildet, wie auch schon vorher bei diesem einen Übergang oben. Wenn wir hochspringen, dann löst sich das Ding nämlich auf. Was haben wir denn da? What looks out of reach may only be a few steps away. Noch ein Durchgang mit einem interessanten Raum mit irgendwelchen Kuhbüssen. Aber was war das hier? Upp. Und los, lass mich da rein. Da war nämlich eine Art Durchgang, habe ich gerade gesehen. Huch. Nochmal mit Schwung. So. Jetzt ist das... Da geht es ja sogar noch weiter runter. Sieh mal einer an. Ich weiß nicht mehr hundertprozentig, wo ich schon überall war und wo noch nicht. Aber jetzt sind wir auf jeden Fall hier unten. Komme ich hier nochmal hoch? Ich glaube schon. Und das sind hier so irgendwie so Würfel, die sich bewegen, sobald man mit der Maus drüber geht. Keine Ahnung, ob wir was aktiviert haben. Ich versuche gerade genauer hinzuhören, ob man noch das Tapsen von dem Würfel hört. Ich glaube, das war's. Frag mich nicht. Eventuell haben wir damit irgendetwas aktiviert. Also wie ihr seht, dieses Game ist auch schon ganz schön ordentlich um das Exploren herum aufgebaut. Ich bin ja so gerne ein kleiner Erkundungsfreak und hier muss man halt wirklich sich erstmal umschauen und gucken, wie man wohin kommen könnte und nicht konventionell dabei denken. Irgendein Meteor, der auf eine Stadt stürzt, was wollen Sie mir damit sagen? If you aren't paying attention, you will miss everything around you. Ja. Falls du deiner Umgebung keine Aufmerksamkeit schenkst, wirst du alles verpassen. Ist doch auch bestimmt irgend so eine Sprungplattform. Ein blauer, einzelner Würfel. Da hinten scheint es nicht weiterzugehen. Wisst ihr was? Dann benutzen wir einfach mal die eine Eigenschaft, die uns dieses schöne Spiel anbietet. Moment, vielleicht können wir hier irgendwie hier drüber und dann hochspringen. Nein, okay. Und zwar mit Escape wieder, ganz kurz und knackig direkt in den Hauptraum zurück. Und dann können wir gleich mal gucken. Moment, wir waren hier, sind dann hier gerade Ausgang. Da oben war noch ein Weg entlang und dann sind wir hier, 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 hier. The Butterfly Effect. Okay, dann versuchen wir nochmal hier lang zu gehen. Da war ja noch ein alternativer Weg. Wir versuchen das nochmal mit Walken. Jupp. Und anstatt rechts durch die Wand gehen wir mal hier nach links. Huch. Ich habe wirklich gerade keine Ahnung, wo wir hier rausgekommen sind. Der Boden hat einfach keine Lust mehr gehabt. Okay. Gucken wir mal, wo das hier hinführt. Und hüpp. Und hüpp. Oh, wow, cool. Hier war ich noch gar nicht, glaube ich. Kommt mir so neu vor. Kann ich hier nochmal runter? Wow, tiefschwarz. Dig a little deeper and you may find something new. Grabe etwas tiefer und du wirst vielleicht etwas Neues finden. Auch immer wieder brauchbare Tipps. WTF, das sieht aus wie irgendein Sturz, wenn ich da durch dieses Ding durchspringe. Falls ich da durchspringen kann. Und hier ist einfach nur ein Sieht aber auch aus, als ob ich fallen würde. Blöde Falle. Na gut, dann nicht. Wo landen wir hier? Ist aber auch was Neues. What appears impossible may have a very simple answer. Na, auf den ersten Blick sieht das auch da unmöglich aus. Was ist das für ein Geräusch? Was aber auf den ersten Blick
unmöglich aussieht, könnte eine leichte Antwort haben. Ganz genau. Und da oben in den Buchstaben stand auch. Interessant. Hier haben wir noch einen neuen Weg. Was haben wir hier? Einfach einen weiteren. Ah, hier ist dieses WTF. Interessant. Ah, kennt ihr das Bild? Ein Klassiker. Seht ihr einen Hasen oder eine Ente? How we perceive a problem can change every time we see it. Jupp, das stimmt. Also nach dem Motto, wenn wir irgendwelche andere Rätsel vielleicht hier lösen werden, die ähnlich aufgebaut sind, dann können wir hierher zurückkommen und dann werden wir diese Sache da oben schon wieder ganz anders wahrnehmen. Gehen wir mal hier rein. Ifel. Ich glaube, das ist nicht die richtige Reihenfolge der Buchstaben. Ach, live. Ifel oder live. Live könnte das natürlich auch sein. Auch coole Würfel hier. Von jeder Seite haben wir was anderes. Hier haben wir auch so wie vorhin wieder ein lila Würfel. Huch. Nein, hier lang. Und den müssen wir scheinbar hier einmal komplett außen rumführen. Holy bejesus! Okay, dann mache ich das mal kurz. Ich glaube, das beschleunige ich einfach für euch, weil hier passiert ja nichts anderes. Ich laufe jetzt einfach einmal komplett um den ganzen Raum herum. Ich habe keine Ahnung, was wir gleich damit aktivieren werden, falls wir überhaupt irgendetwas damit aktivieren. So, jetzt habe ich das Tapsen von dem Würfel nicht mehr gehört. Keine Ahnung, ob das irgendwas gebracht hat. Habt ihr das gehört, gerade eben? Ich höre es immer wieder, so ganz kurz, so taps, aber keine Ahnung, wie weit wir das wirklich hier durch die Wand bringen müssen irgendwie. Ach, das ist ja auch so eine Tür, ich glaube. Ah, also sie öffnet sich nur, wenn wir nicht hinsehen. Na gut, aber ich würde sagen, wir gehen jetzt zuerst mal... Gerade eben habe ich wieder das Tapsen gehört. Ich gucke jetzt nochmal kurz hier durch den Raum, dann könnt ihr euch einfach mal anschauen, was sich so in diesen Würfeln befindet, weil zum Teil sind da richtig coole Muster drin, finde ich. So richtig Sachen, die sich gut als... Oh, hier ist ein Gang, der uns weiterführt, wie es aussieht. Das sind so schöne 3D-Models oder wie man auch immer das nennen möchte, die man sich durchaus sehr gut als Bildschirmschoner einrichten könnte. Wer auch immer heutzutage noch Bildschirmschoner benutzt. Komische gedrehte Dinger. Quadrate. Was ist das? Ich verstehe das nicht. Warum geschieht sowas mit mir? Huch, was war das denn? Es war so, als ob mich etwas abgedrängt hätte. Doch was war es? So viele schöne Sachen. Guckt euch das mal an. Dreiecke, irgendeine komische Creepy-Figur. Sogar Emotion und direkt nebendran Pong. Passender geht es nicht. So, wo waren wir schon überall? Ja, das haben wir. In dieser Reihe hier noch. Ich bin einfach so neugierig. Ich muss mir alles hier anschauen. Ein riesender, sich drehender Kebabspieß. Der sehr dick ist. Das ist ja crazy hier. Ihr seht schon, meine Assoziationen in diesem Spiel sind durchaus zutreffend. Wenn wir schon in diesem Raum waren, wisst ihr was? Gehen wir einfach mal weiter hier lang. Zurück kann ich noch, okay.
When you absorb your surroundings, you may notice things that you didn't see before. Das heißt wohl, dass wir genau aufpassen sollen. Auf jeder Seite das gleiche. Oh, ich höre Dschungelgeräusche. Nehmen wir grün oder blau? Ich nehme blau. Blau oder rot? Rot, das führt mich doch wieder zum Eingang, oder? Ja, sieht ganz danach aus. Okay. Ja. Oh, Mindfuck. Nochmal blau. Rot führt mich... Blau. Blau. Okay, das führt nirgendwo hin. Nehmen wir mal grün. What? What? Okay, grün. Dann nehme ich jetzt nur noch grün, ist mir egal. Ja. Nein. Ah, siehst du mal. Ah, da waren noch andere grüne Wege. Oder? Hier. Ah, guck, grün.